Hallo Freunde des Software Entertainments und herzlich willkommen bei Never Code Alone. Abonniert doch bitte den Kanal hier und in der Videodescription sind auch schon alle Livestreams vom kommenden Event am Samstag verlinkt. Da bitte auch die Glocke an und dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Alle weiteren Infos gibt's hier direkt nach dem Intro. Zunächst einmal das Wichtigste: das Essen. Wir haben es geschafft, hier ein wirklich kulinarisches Highlight zu finden. Hier um die Ecke ist nämlich Uli Kocht. Das ist ganz nachhaltiges, biologisches Essen, das hier mit Frühstück und Mittagessen geliefert wird. Und das wird echt toll. Des Weiteren ist mir allerdings leider ein vierter Speaker ausgefallen. Deshalb springe ich hier selber als Backup mit dem Zulu CMS ein. Das Zulu CMS ist ein Symfony Full Stack CMS. Das heißt, wir als Symfony Entwickler können einfach unsere Struktur behalten und CMS Features in die aktuelle Webseite einbauen oder von vornherein ein CMS aufsetzen, das wir mit unseren Web Services und sonstigen PHP Voodoo einfach erweitern und damit einfach tolle Ergebnisse erzielen. Im Einzelnen stelle ich euch die aktuelle Never Code Alone Seite vor und wir werden hier neue Content Typen einpflegen und auch einen weiteren Webservice an. Schauen wir uns noch mal ganz schnell alle Talks hier an. Schauen wir uns einfach noch einmal alle Talks und das kommende Event an. Zuerst zeigt uns Rafael das Infection Mutation Testing für PHP Unit und wie wir unsere Unit-Tests eben halt validieren. Danach kommt direkt Sebastian mit Rector PHP eine Möglichkeit, PHP Updates durchzuführen. Wir werden hier Regeln einsetzen und im Grunde genommen eine Applikation von PHP 7 auf PHP 8 hochheben. Dann kommen wir zum ersten Symfony Framework Talk mit Alex über Formulare und am Ende zu mir zum Zulu Full Stack CMS. Ab 16:30 Uhr gibt es noch ein Gewinnspiel hier vor Ort und um 17 Uhr dann Networking. Und wir gehen hier nochmal im Innenhafen zum König Pilsener Brauhaus und trinken da ein paar Bier zusammen. Sponsor des Events und Ansprechpartner vor Ort ist die Maike Hasbergen von der Valantic CEC Deutschland GmbH aus Langenfeld. Einige Jobs sind ja hier verlinkt und die werden auch sehr fleißig geklickt. Also von daher, ich werde heute mit ihr telefonieren. Vielleicht gibt es da schon ein positives Feedback direkt. Dann hat sich das auf jeden Fall für einen Sponsor schon gelohnt. Ansonsten bringen wir hier einfach wirklich richtig gute Entwickler und richtig gute Arbeitgeber zusammen. Weiter unten auf der Seite gibt es eben halt noch Informationen. Die 10 Euro werden ja jedes Mal für ein soziales Projekt gespendet. Wir spenden das diesmal zu Immersat. Das gilt dafür, dass die Anmeldung eben halt entsprechend verbindlich ist. Das haben wir hier auch nochmal aufgeführt, dass die Spende zu Immersat geht, dass wir eine Kinderbetreuung anbieten. Hier haben sich leider keine Kinder gefunden. Wir werden das aber in Zukunft auf jeden Fall nochmal versuchen und vielleicht auch konkreter bewerben. Ein Hotel haben wir hier direkt gegenüber. Hier kann auch noch kurzfristig gebucht werden. Es sind auf jeden Fall noch Betten frei. Einige schlafen hier auf jeden Fall von Freitag auf Samstag und auch einige extra von Samstag auf Sonntag. Bahnhof und Flughafen ist hier ja praktisch um die Ecke. Und abends geht es eben halt, wie gesagt, ins König Pilsener Brauhaus. Das Ganze findet hier über den Dächern von Duisburg im neuen Gebäude von Crankicom auf der 6. Etage statt. Und das sind im Grunde genommen alle Infos gewesen, die ihr braucht. Von daher, ich freue mich auf Samstag und habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.